Ich habe heute einen großartigen Film zugeschickt bekommen. Was denn? Angriff der Lederhosen-Zombies. Angriff der Lederhosen-Zombies. Moin. Moin, Michi. Ich kann mich nicht erinnern, war das letzte Mal so eine Diskussion über Plural oder Nicht-Plural so ein Medienecho nach sich gezogen hat. Ja, da gab es Spekulationen ohne Ende. Ist denn das jetzt, also haben die das dieses mit die letzten, also wie ist es der deutsche Titel? Die letzten Jedi. Die letzten Jedi. Und haben die das jetzt eher aus so einer Panikreaktion raus, weil die Spanier das irgendwie schon verraten haben? Oder ist das so ein globaler... Das waren eigentlich die Brasilianer, glaube ich. Brasilianer. Aber es wurde spanisch retweetet. Ach so. Und weil der brasilianische Tweet gelöscht wurde. Aber ich glaube, die haben das einfach so proaktiv schon übersetzt, weil da ist es nämlich Singular. Da war es nämlich nicht. Echt, das war Singular? Ich glaube, es war Ultimo Jedi oder so. Stimmt, El Ultimo, ja. Oder genau. Das war das Spanische schon wieder, weil ich das Brasilianische nicht gelesen habe. Aber... ja, die machen natürlich einen großen Aufriss drum, weil Episode 7 halt diese Geheimniskrämerei betreibt. Ja. Und jetzt sind natürlich alle gespannt. Für mich das Besondere daran ist ja, dass es ein anderer Titel ist. Dass es eben nicht eine Reminiszenz an die anderen Titel ist. So wie die Rückkehr der Jedi-Ritter und die Rache der Sith. Das gehört ja unmittelbar zusammen, weil es ursprünglich hieß, die Rache der Jedi-Ritter. Oder Angriff der Klonkrieger und das Imperium schlägt zurück. Beides ist proaktiv. Oder sowas wie eine neue Hoffnung. Und das Erwachen der Macht und eine dunkle Bedrohung sind halt die flacheste Floskel, die man überhaupt ausdenken kann für sowas. Das könntest du auf jeden Film übertragen. Rogue One hätte eher den Titel Eine neue Hoffnung verdient als Eine neue Hoffnung. Ich finde aber trotzdem, der Titel hat mich im ersten Moment, wenn das vor 3 Monaten oder so schon auf irgendeinem Poster gestanden, hätte ich gesagt, ja genau, deine blöde Fanfiction kannst du sonst wo hinstecken, weil das halt klingt so wie der naheliegendste absolut Standard-Fanfiction-Titel. Das ging mir genauso. Klingt vielleicht so, sorry. Kein Stress. Ich glaube, da haben wir noch gerade drüber geredet. Ich glaube, du hast uns jetzt gezeigt, hey, der neue Titel wurde angekündigt und wir beide sind dahinter gestanden und mir ging es zumindest so, nee, das ist ein bisschen zu platt. Ich glaube nicht, dass es zu platt war. Also an für sich, ja, du hast recht, es ist unglaublich einfach und simpel, aber ich hätte halt so einen Titel wie Der letzte Jedi, die letzten Jedi, nicht erwartet für den mittleren Film. Ja. Das ist, insofern klingt das schon ein bisschen wie Fanfiction. Andererseits, es zeigt, wie eigenständig der Film ist, weil ja Rian Johnson die Story für 8 und 9 geschrieben hat. Da hat Abrams quasi nichts mehr damit zu tun, außer dass er mit Episode 7 schon die Vorgabe gemacht hat. Und Rian Johnson schreibt halt sehr eigen und sehr anders. Also ich fand es ganz witzig, wie dann der Vergleich gezogen wurde mit Die Rückkehr der Jedi-Ritter, Die letzten Jedi-Ritter, Luke... You had one job. Das kann ja so viel bedeuten, das ist ja das Schöne. Aber was halt im Deutschen ist, wir finden jetzt alle so toll, oh, jetzt wissen wir endlich, dass es Mehrzahl ist. Eben nicht, es soll ja im Englischen bewusst mehrdeutig sein. Ja. Die mussten sich halt entscheiden, so wie bei Return of the Jedi. Return of the Jedi heißt die Rückkehr der Jedi-Ritter, die haben sich halt für die richtigere Deutung entschieden, weil sie halt wussten, dass Darth Vader am Ende switcht und damit sind es ja wirklich die Jedi-Ritter und nicht nur einer. Mhm. Aber es hat halt eine bewusste Doppeldeutigkeit, ärgert man sich da nicht drüber? Du meinst du, dass ein Rian Johnson so weit denkt? Auf jeden Fall. Der Typ hat halt die besten Breaking Bad Episoden teilweise. Ja, aber ich meine, dass er so eher diese Doppeldeutigkeit da reinbringt und dann so weit denkt, dass ihm die Übersetzungen das versauen werden. Ach so, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Also aber ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein Moment ist, wenn dann so eine E-Mail, hey, hier die deutsche PR hat gefragt, wie sieht denn das aus? Andererseits, ich meine, bei der Rückkehr der Jedi-Ritter war ja das gleiche Problem. Ich meine, gut, ist natürlich die Frage, ob er sich bei anderen Sprachen darüber Gedanken gemacht hat. Aber gerade da, auch wenn du das Poster siehst, wo ja wirklich nur Luke siehst, das alte Return of the Jedi Poster, Revenge of the Jedi Poster, nur er und Darth Vader miteinander, ich glaube sogar in dem Poster beide mit roten Lichtschwertern. Also die Lichtschwertfarbe haben sie auch erst im letzten Moment festgelegt. Okay. Es war lange Zeit blau und haben sie gemerkt, dass es auf blauem Himmel scheiße aussieht. Aber haben sie dann grün gemacht. Hatte doch, korrigier mich, wenn ich jetzt falsch liege, hatte doch genau den roten Schriftzug, wie halt jetzt eben auch die letzten Jedi-Ritter haben. Oder? Und die Rache des Sith. Okay. Ich kann euch jetzt übrigens exklusiv einen kleinen Leak kann ich euch spendieren. Und zwar die I-Endung in dieser Sendung. Singular. Denkt mal drüber nach. Moin. Das ist mir zu deep. Ich hab's nicht verstanden.